Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und auf das heutige Bier, da freue ich mich schon ganz, ganz besonders, weil es ist von zwei lieben, lieben Freunden von mir gemacht worden und es handelt sich um die schwarze Tinte. Es ist ein Stout, was gebraut worden ist von der Tölzer Mühlenfeldbräu und da an dieser Stelle liebe Grüße an die Kirsten Ryan und auf der anderen Seite von der Dietrachinger Brauerei und da darf ich ganz herzlich den Martin Seidel grüßen und die haben sich zusammen auf der Braukunst Live in München getroffen und hatten irgendwie total Bock drauf, ein Collaboration zu machen. Resultat, schwarze Tinte, ein Single Hop Stout mit Sriracha Ace gemacht und was ich noch viel bemerkenswerter finde, das hat übrigens beim Craft Beer Fest in München, wenn ich das richtig lesen kann, Best of Show bekommen. Also wir haben es hier wirklich mit einem richtigen Schwergewicht zu tun. Die Röstgerste, die verwendet worden ist, die stammt von Martin Seidel, von seinem eigenen Gerstenfeld. Und er hat es auch selber geröstet. Also richtige Handarbeit aus Österreich. Obendrauf noch eine schöne Bottle Cap von Tölzer Mühlenfeldbräu. Und die Kirsten hat übrigens gerade ihre Brauausbildung abgeschlossen. An dieser Stelle nochmal Congratulations dafür. Ja, technische Daten, was haben wir denn da? 6,2 Volumenprozent Alkohol, 16 Grad Plato und 45 Bittereinheiten. Und ich würde mal sagen, wir haben das Ganze so bei zwischen 8 und 10 Grad. So, lang genug über das Bier geredet. Jetzt schauen wir mal, was da zum Vorschein kommt. Und es würde, ich habe es schon mal getrunken in München, als ich die Kirsten das letzte Mal getroffen habe. So, wir haben schwarze Tinte im wahrsten Sinne des Wortes. Ein ja, schönes schwarzes Stout. Obendrauf so anderthalb Finger Schaum. Und der hat so eine schöne kaffeebraune Färbung, so leicht Latte Macchiato. Und haftet schön am Glas. Cremig, sahnig, echt schön. Ja, in der Nase Röstmalze, Kaffee, ein bisschen Bitterschokolade. Aber sehr fein auch das Aroma bei diesem Bier. Ja, cheers. Das ist so ein bisschen karamellige Malzsüße, ist aber sehr cremig auf der Zunge, Röstmalznoten mit dabei. Kaffee, Espresso, aber es sind auch so leichte fruchtige Noten, die vermutlich vom Sriracha kommen. Ja, mittlerer Körper, sanfte, cremige Kohlensäure. Auch so der, von der Textur her, so ganz samtiges Bier, was sich so auf die Zunge und den Gaumen legt und sich das einfach da ja, irrsinnig schön und gemütlich macht. Eine ganz, ganz tolle Trinkbarkeit. Kennt man nicht von vielen Stouts. Und hinten raus, da nimmt dann die Bittere so ganz, ganz leicht zu. Es kommt ein bisschen mehr Kakao mit rein. Und bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber es sind so leichte Vanillenoten noch mit dabei. Ja, es ist für mich ein irrsinnig gutes, trinkbares Stout. Wir haben jetzt so knappe 32, 33 Grad hier auf meiner Terrasse. Und das ist ein Bier, was ich problemlos trinken kann, auch weil es vielleicht nicht so ganz so kalt ist. Und ich würde sagen, es hat auch diesen Best-of-Show-Preis nicht ganz zu Unrecht gewonnen. Deshalb gibt es von ProbierTV für die schwarze Tinte von der Tölzer Mühlenfeldbrauerei und der Dietrachinger Brauerei. Liebe Grüße nochmal an Kirsten und Martin. 4,5 Punkte von 5 möglichen für die schwarze Tinte, die Collaboration aus Tölz und Dietraching. Und
Ich hoffe, es gibt noch einige Biere von euch. Ich glaube, da steckt noch viel Potenzial in dieser Zusammenarbeit. An dieser Stelle, wenn ihr dieses Bier kennt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir schreibt bzw. eure Kommentare im Blog hinterlasst. Und ja, liebe Grüße, Kirsten, Martin. Wir sehen uns wieder beim nächsten Bier hier bei Probiert TV. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.